So Leute, was geht? Und zwar heute DK hier. Und Hahn hier. Hahn? Ja, Hahn. Okay, willkommen bei den Let's Play Brothers. Und Leute, das erste Spiel, Metal Gear Rising. Revenges. Metal Gear Rising Revenges. Okay, starten wir mal. Los geht's. Jetzt starten wir mit Metal Gear Rising und lass uns beginnen. Dieses Spiel speichert automatisch. Bitte das Spiel während der Speichermeldung nicht beenden und das System nicht ausschalten. Ich freue mich schon richtig auf Metal Gear und ich bin Neandertaler Games. Lass es mal gleich als Wiedersort schicken. Was geht, Leute? Jetzt geht's ab. Jetzt spielen wir Metal Gear Rising Revenge. Neues Spiel. Welche Schwierigkeit? Normal, sag ich mal, ne? Normal? Okay, normal. Das wird Tutorial spielen? Ja. Na klar, ne? Oh! Oh! Was hab ich? Ich hab dafür noch die Demo gespielt, oder? Das ist die gleiche. Das ist die gleiche, Mann. Let's begin with a quick warm-up, shall we? Check the Soliton radar on the upper. So schnell kann ich nicht nachlesen. You can jump over obstacles, but the Ninja Run will get you across them more quickly and easily. Aha. Gehen Sie zum angezeigten Wegpunkt. Aha. Ninja Lauf. Alter, also, springt man automatisch. Oder was? Naruto. Du hast ja Spaß, wenn es automatisch springt. Das ist ja so was wie bei. Deshalb. Das ist ein Screen. Das ist ein Screen. Der springt auch. You can also attack while in motion with the Ninja Run, you know. Swinging your blade while dashing, for example. Or striking your foes with a sliding attack. Also, I can attack. Haha, ich glaube, das ist einfach so. Ich treffe gar nicht. Oh, ich sehe ihn. So, jetzt sind alle tot. Sliding Shot oder was? Ah, ich kann auch rutschen. Oh, rutsche. Sliding Shot. Aha. Ach, was wir noch erwähnen müssten, wir spielen das alles blind. Also, natürlich sind wir blind, wir sehen nichts. Ich sehe nichts auf jeden Fall. Meine Augen verbunden. Also wir spielen hier alles blind. Also müsst ihr verstehen, wenn wir einen oder anderen Fehler machen. Also ich bin eh der Beste, ich mache keinen Fehler. Wie ihr seht, wirklich, die gehen unnormal. Dann gibt es auch mal wieder so Geschichten zu erzählen. Also, apropos Ficken. Gestern letztens waren wir ja auf einer Party. Homeparty, glaube ich. Ah, Homeparty, ne? Ja, genau. Das war auch nicht schlecht, auf jeden Fall war das eine Homeparty. Haben wir doch 81. Also ich hab da, glaube ich, wie viele Weiber weggekocht. Ich glaube, du musst weitergehen, das ist unendlich, glaube ich. Oh! Lacht dich so, bitte. Auf jeden Fall, wie viel hast du weggekocht? Ich glaube, es waren 10, obwohl eine Mal, zweimal. Oh, was ist jetzt passiert? Ja, ich hab natürlich alle gefickt. Und habt ihr ein bisschen geschafft, ne? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Bock? Das ist ein apropos, es gab mal so eine Geschichte. Okay, alle gehen noch nicht besiegen. Also einen. Also bam, 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 bam. Jawohl. Also man muss auch sagen, man merkt schon am Anfang, dass die Kamera nicht die beste ist. Die folgt nicht immer. Versucht nicht so objektiv zu sein. Es geht darum, einfach die Leute wegzukommen. Wegzufickeln. Schwarz D. Combat is not all offense, however. You also need to protect yourself. First, follow the direction of the enemy's attack. Parry those attacks by executing light attacks of your own in the same direction. This is how you parry. It is the keystone of your defense. Aha. Was soll ich machen? Warte, in Richtung des Angriffs zu bewegen. Mhm. Seid ihr gehen. Okay. Ah! Ah.
Wow, oh, ich schicke. Oh, oh, seht ihr das, seht ihr das, seht ihr das? Krass. Jetzt auch mal warm. Warm, der Penis wird noch einmal durchschnitten und dann nach die Vorhaut und dann die Operation. Danach die Eichel und dann der Arsch, der Gluteus Maximus. Und bam! Bam, Digga. Bam. Ich hab meinen Herz gar nicht verteilt. Nein, ich kann noch mehr. Warte jetzt. Bam. Kein Problem, ne? Lassen Sie Feinde so nah wie möglich herankommen und wehren Sie einen Schläger, um einen Gegenangriff zu ermöglichen. Für Sie sieht es aber aus, als sei der Feind eingefroren und er bewegt es nur langsam. This is the perfect opportunity for you to carefully aim your strike, then slice your foe apart. Keep in mind, even you will not be able to parry every type of attack. Watch your foe's movements carefully. Warte mal, was soll ich tun? Gleich wahrscheinlich. Einmal bewegen das Viereck. Ich werde machen ein P. Hier ist er verrückt geworden. Kennt ihr Freezer? Also Chunks in Freezer? Also so sah es genauso, so sah es auch aus. Ja, wieder gewonnen, ne? Ja, normal, wie immer. Ne? Wie immer bin ich der Beste. Und jetzt beginnt die Story. Und ich übernehme jetzt. Du benimmst nicht, okay. Dann kommentiere ich. Also der Hahn hat ja kommentiert, was ziemlich langweilig ist. Jetzt erzähle ich euch mal, was eigentlich letzte Woche passiert ist. Und zwar waren wir auch an der Homeparty, ne? Und wir haben, das ist Obama übrigens, wir haben halt ein paar Bitches weggekocht, war nichts Besonderes. Aber es ging. Erzähl doch noch, was da nach der Party passiert ist. Ja genau, da war so ein Kumpel, er war so besoffen. Und mit seiner Freundin. Da wollte seine Freundin nach Hause bringen. Und ich dachte mir, ja okay, lass sie gehen. Und dann kam der Kumpel nicht mehr zurück. Der hat uns Bescheid gesagt und meinte, er kommt zurück. Aber da ist nicht zurückgekommen. Kein Plan, was passiert ist. Am nächsten Tag waren wir auf der Suche nach dem und wir sagten. Das ist witzig. Er lag dann am Bloch am Boden und voller Blut. Gesicht voller Blut. Er war halt. Da haben wir gesagt, was ist mit dir? Ja, was ist da los? Okay, jetzt Spaß beiseite, mein Alter, das ist nicht witzig. Das sind diese erfundenen Geschichten. We prefer private security providers, sir. Most of Maverick's contracts do focus on security. Apropos, wie lange machen wir ein Part überhaupt? Ein Part? Ja, 10 Minuten. Ich glaube, diese Quest dauert mehr als 10 Minuten. Ja, aber bei Metal Gear ist es immer so, ne? Das ist halt immer. One sword keeps another. Aber die Grafik ist echt hervorragend. Findest du nicht, DK? Sometimes by taking a life, others can be preserved. It's the code the samurai lived by. A soldier and a philosopher. You are full of surprises, Mr. Lightning Bolt. I can say the same about you, Mr. Prime Minister. What is happening? Someone's blocking a lead vehicle. Hold on. Ich glaube, da haben wir den ersten Gegner. Ich glaube, das ist der letzte Endgegner, kann das sein? Auf jeden Fall ist der letzte Endgegner so eine Kante, so wie ich, ne? Oh, wieso glitzert das Schwert? Wenn mich nicht täuscht, ist das ein Schwert. Oder so, das war unrealistisch. Oh. Oh, da wurde er gefickt. Oh. Da wurde er Maßenwort des Wortes in den Fleischwolf gedreht.
Ja, das ist ein bisschen Crisis ähnlich, ja, mit solchen Superanzügen. Das sieht aber leichter aus wie Black Ops. Ist das nicht der von Matrix? Sieht geil aus. Oh, da wurde ich gefickt. Ich glaube, da müssen wir gleich mal gegen ihn.